So, als erstes wünsche ich euch allen, beziehungsweise nee, wir beide wünschen euch allen ein glückliches neues Jahr. Bleibt gesund und geht auf die richtige Reise mit uns. Und jetzt kommen wir zum Magazin. Erstens zeige ich euch die Unique Freestylers. Die waren wieder an Bord und haben mit den Kindern Fußball gespielt. Dann seht ihr Polarlichter und ein Kapitän stellt sich vor. Das wird eine tolle Sendung und ein großartiges Jahr. Wir sehen ja immer zu, dass wir für euch alle, für die Kleinen und für die Großen, ein tolles Programm haben. Und wenn es um Kinder geht, dann sind die Unique Freestyler immer ein Highlight. Und richtig viele machen mit und richtig viele haben Spaß. Draußen an der frischen Luft. Guck mal. Ja, moin moin, ich bin der Dominik Kaiser, Mitglied des Showteams Unique Freestyler und wir sind heute an Bord, um den Kids Fußball Freestyle beizubringen. Wir machen das Ganze schon seit 15 Jahren, haben ein pädagogisches Konzept mit dem DFB in die Wege geleitet und wollen den Kids nicht nur Freestyle-Moves zeigen, sondern auch fußballauthentische Tricks. Wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze aussieht, kommt mal mit. Bei unseren Unique Workshops lernt ihr nicht nur fußballauthentische Tricks, sondern halt auch Fußball-Freestyle-Moves, die ihr nicht unbedingt im Spiel anwenden könnt, aber man sieht es ja auch immer an einen Messi oder an einen Cristiano Ronaldo, früher Ronaldinho oder natürlich Maradona, dass die ganz besonderen Fußballer technisch versiert sind. Und wir versuchen den Kids auf spielerische Art und Weise neue Bewegungen beizubringen. Ja, das ist live, meine Damen und Herren. Und versuchen das Ganze spannend zu gestalten, nicht nur mit einem Ball, sondern auch mit zwei Bällen. Oh, und Heber. Die Unique Freestyler machen das für AIDA schon seit 10 Jahren. Das heißt, wir sind angefangen mit deutschen Meistern, Guinness-Weltrekorden, haben das Ganze der AIDA vorgestellt. Die fanden es natürlich spannend, den Kids auf dem Boot natürlich noch ein bisschen mehr Entertainment zu bieten, als einfach ein bisschen kicken. Und so kam eins zum anderen. Wir haben natürlich mega positives Feedback von den Kids, aber auch von den Eltern, dass sie nicht nur, sag ich mal, PlayStation, Gameboy oder Fernseh gucken, sondern dass sie auf dem Schiff während den Seetagen auch bewegt werden. Natürlich unter pädagogischer Leitung. Es ist nicht nur ein Fußball-Freestyler mit am Start, sondern auch immer ein Pädagoge um den Kids. Wir wollen nicht nur nach Leistung gehen, sondern jeder soll hier eine schöne Zeit haben. Mir hat der Workshop gefallen, weil ich selber Fußball spiele und bei einem Spiel dann die Tricks einwenden kann. So Freunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht bei unserem Unique Workshop und ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Seetag und werfe hier nochmal einen guten Kick in die Runde und verabschiede mich mit einem letzten kleinen Move und bin raus. Ciao. Und jetzt fahren wir mit AIDA Cara in den Winter in den ganz hohen Norden. Und ganz ehrlich, Polarlichter und Rentiere, mehr geht nicht. Viel Spaß. My name is Roar Nyhem and I'm a reindeer herder. It's a very kind of a tough life and most of the time you have to spend with the reindeer up in the mountain alone, no cell phone connection, just you alone with the reindeer. So it's a fantastic life up in the mountain. The biggest difference on the Sami people and Norwegian people are Sami people living in the nature. They use the nature for surviving, use the nature for getting what they want. Norwegian people, they go out there, use the nature every day, but they use it for pleasure. I really enjoy the silence and people not running around with the cell phone in the air. So that's kind of very nice, especially out here when you don't have so much light pollution and everything, and it's very quiet and relaxing.
So for people to come here, it's just to explore the silence. I really appreciate that, at least. Das war mein größter Wunsch, die Nordlichter zu sehen. Und das habe ich heute alles in Erfüllung gebracht. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, war ein super schöner Ausflug. Wir haben also sehr viel gesehen, sehr viel Nordlichter, mehr als erwartet. Weil es heute Morgen noch so neblig war, hatte ich schon nicht so gute Hoffnung, aber das war jetzt echt optimal und sind auch sehr gut betreut worden hier im Camp. Alles prima, alles optimal. Und jetzt seid ihr gefragt, postet doch mal hier unten eure tollsten Winterbilder. Egal ob aus der Karibik, aus Asien, Amerika, Nordpolar, Südpolarkreis, ganz egal. Hier unten drunter postet ihr eure schönsten Winterbilder. Und jetzt lernt ihr den nächsten Kapitän kennen, Falk Bleckert. Ich habe sehr früh den Bezug zur Seefahrt gehabt. Mein Vater ist im gleichen Unternehmen als Schiffingenieur unterwegs gewesen. Und von daher bin ich schon als Junge an Bord von Kreuzfahrtschiffen gewesen. Und da hat mich auch schon das Fernweh gepackt und das Interesse an der Seefahrt wurde da auch in mir geweckt. Begonnen mit der Seefahrt habe ich, dass ich die Ausbildung zum Schiffsmechaniker bei AIDA Cruises machen durfte. Und danach bin ich dann in Rostock-Warnemünde studieren gewesen. Nautik-Seeverkehr habe ich dort dann angefangen zu studieren und bin dann im Jahre 2008 als dritter Offizier zurückgekehrt. Also wenn ich nicht gerade an Bord von einem von unseren AIDA-Schiffen bin, dann mache ich natürlich Urlaub und das mache ich natürlich im Einklang mit meiner Familie. Ich wohne an der Ostseeküste und gerade im Sommer ist die ja wunderschön. Von daher genieße ich die Zeit sehr gerne in der Natur. Und in der Winterzeit, da ziehe ich mich mehr in den Süden. Da fahre ich gerne in die Alpen zum Skifahren mit meiner Familie. Was wirklich ganz besonders hier ist an Bord von AIDA Nova und worauf ich sehr stolz bin, ist meine Besatzung. Wir sind über 1400 Crewmitglieder und jedes Crewmitglied wirkt wie ein Zahnrad in einem großen Räderkasten zusammen als Team. Und somit ermöglichen wir unseren Gästen jeden Tag aufs Neue, dass sie ihre schönste Zeit im Jahr einfach an Bord und auch an Land erleben können.
Und wenn ihr mehr wissen wollt von uns, von unseren Reisen und auch zum Beispiel von den neuen Reisen von AIDA Cosma, die man jetzt schon kriegen kann, dann geht auf www.aida.de oder ins nächste Reisebüro. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Ein schönes Angebot zum Anfang des Jahres. Viel Spaß! Wir starten in Kiel und fahren als erstes nach Tallinn. Es geht weiter nach St. Petersburg in Russland und nach Helsinki in Finnland. Wir besuchen noch Stockholm in Schweden und reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Kiel. Und zum Schluss, wie immer, auch in diesem Jahr die tollsten Bilder von unseren Schiffen mit der wunderbarsten Musik. Und bis zur nächsten Woche.